Erstmal willkommen zu meinem Talk oder zu meiner Session über J-Hipster. Ich will euch J-Hipster heute vorstellen. Das ist ein Framework, was ich vor kurzem entdeckt habe, als ich mir einen Artikel durchgelesen habe über die 10 besten Java-Frameworks und Tools, um Zeit zu sparen. Erstmal kurz zu mir, für alle, die mich nicht kennen. Mein Name ist Marcel Meyer. Ich arbeite für die Adorsis als Senior Solution Architect und Technical Lead im Bereich des API Managements. Was ich euch heute vorstellen will, wie gesagt, ist J-Hipster. Kurz zur Agenda, was in der nächsten Stunde passiert. Ich stelle euch J-Hipster vor, dabei gehe ich erstmal darauf ein, was J-Hipster ist. Das heißt, ich gebe euch eine kleine Einführung, was man damit machen kann. Und darauf will ich gar nicht so lange eingehen, auf die Hintergründe, sondern mit euch lieber dann direkt einsteigen und mit J-Hipster ein bisschen coden. Und am Ende werden wir uns dann anschauen, was wir gecodet haben und Bilanz ziehen, ob sich ein tieferer Blick in J-Hipster lohnt. Erstmal kurz dazu, was J-Hipster ist. Jeder von uns kennt mittlerweile Generatoren, egal ob man im Frontend oder im Backend unterwegs ist. Im Backend gibt es den Spring Initializer zum Beispiel, mit dem man sich mit seinem Programm zusammenklicken kann. Im Frontend gibt es Angular. Jeder, wo man mit Angular gearbeitet hat, kennt die Angular CLI, mit der man viel in seinem Projekt konfigurieren und generieren lassen kann. Und was macht J-Hipster jetzt? J-Hipster hat das Ganze auf die Spitze getrieben. Ja. J-Hipster bedient sich an diesen Generatoren und versucht, oder es versucht nicht, es macht, stellt den kompletten Stack an Entwicklung bereit über Generatoren, was man in jedem Projekt so hat. Ja. In jedem Projekt hat man irgendwo ein Backend liegen, ein Frontend liegen. Wir müssen das Ganze deployen irgendwo. Wir haben CI, CD, wir haben Dokumentation. Wir müssen testen. Das heißt, wir müssen in jedem Projekt eigentlich immer wieder das Gleiche machen, egal aus welchen Bestandteilen unser Projekt besteht. Jetzt aus einer Angular Frontend, ein Spring Backend, eine Microservice Architektur oder einen Monolithen. Wir haben immer wieder die gleichen Bausteine, die wir zusammensetzen. Und was J-Hipster jetzt macht, es bietet uns einen Generator an, also ein Tool, mit dem wir unseren Stack zusammenbauen können. Dabei bietet es jede Menge an Features an, ja, für den verschiedenen Stack, für die verschiedenen Bereiche, für die verschiedenen Leute. Das heißt, wir können damit unser Backend entwickeln, wir können damit unser Frontend entwickeln, wir können damit irgendwo deployen auf verschiedenen Plattformen, wir können GitLab, GitHub mit einbinden. Es bietet uns Monitoring an, also gleich einen ELK-Stack für jeden, der nicht weiß, was ein ELK-Stack ist. Das ist zum Monitoren. Es bietet eine JDL an, also eine eigene Domain-Specific Language, um das Ganze mit einem UI-Tool zu generieren. Es bietet eine eigene Registry an. Also wirklich endlos viele Features. Ich könnte jetzt allein 10 Minuten lang über die Features reden, das J-Hipster anbietet. Stattdessen will ich aber hier direkt einsteigen und will mit euch ein bisschen zusammenkommen. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten 40, 50 Minuten, ich habe es vorher nicht die Zeit gestoppt, aber so roundabout, die nächsten 40, 50 Minuten werden wir zwei Anwendungen entwickeln. Und zwar einmal bauen wir einen Monolithen. Das heißt, wir bauen eine App, in der Frontend und Backend in einem Projekt drin sind. Und im Anschluss bauen wir noch eine andere App mit einer Microservice-basierten Architektur, einer Registry und einer Cloud Config. Das Erste, was wir machen müssen, wenn wir mit J-Hipster arbeiten wollen, ist natürlich J-Hipster zu installieren. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wir können J-Hipster über npm installieren, wir können es über yarn installieren. Wir können es über Docker installieren, wir können uns auch den Source Code runterladen und können es selber bauen. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, J-Hipster dann über npm zu installieren.
Das habe ich im Wein vorher schon gemacht. Das heißt, ich kann jetzt hier ein neues Terminal auf. Das heißt, ich kann jetzt hier direkt einsteigen, weil mein J-Hipster über die Kommandozeile erreichbar ist. Heißt, wir legen uns hier mal ein neues Projekt an und nennen das Ganze Block jetzt schon. J-Hipster startet man mit dem Befehl J-Hipster und kommt in das Menü von J-Hipster rein. Und jetzt haben wir schon drei Möglichkeiten. Wir können entweder, wie gesagt, eine Monolithic Application erstellen, ein Gateway, darauf gehe ich später noch ein, oder eine Microservice Application. Wir starten mal mit einer Monolithen und nennen die ganze App Blocks. Und hier sehen wir jetzt gleich, wir können hier auch einfach über den Generator zum Beispiel Webflux anbinden. Das heißt, wir können auch über den Generator eine reaktive Anwendung bauen. Das wollen wir jetzt in dem Fall mal nicht. Wir vergeben unser Package hier und haben verschiedene Möglichkeiten, jetzt die Authentifizierung zu konfigurieren. Wir haben JWT, ja, ein normales JSON Web Token. Wir haben die OAuth2. Das heißt, wir können hier auch leicht einen Keylog oder einen Okta dran bauen. Oder wir können einfach die Security von Spring nehmen. Wir entscheiden uns jetzt hier mal für einen JWT-Token. Jetzt fragt er mich als nächstes, was für eine Datenbank ich haben kann. Ja, und hier sieht man verschiedene Datenbanken in Neo4j, Couchbase. Wir entscheiden uns jetzt hier mal für eine SQL-Datenbank, nicht eine NoSQL, und sagen, wir wollen in Produktion eine Postgres haben. Aber für die Entwicklung, und das ist auch eine Best Practice, nehmen wir eine H2 mit Speicherplatz auf der Festplatte. Und wir wollen einen Cache haben. Hier nehmen wir mal den E-Cache. Und jetzt können wir noch einen Second Hibernate Cache aktivieren. Den wollen wir auch. Wir wollen mit Maven bauen. Wir könnten auch mit Gradle bauen. Und wir wollen keine Registry, weil es ein Monolith ist. Da brauchen wir keine Registry. Und jetzt könnten wir hier noch einen ELK-Stack mit dazu packen. Wir können WebSockets konfigurieren. Wir können ein Kafka dranhängen. Das ist auch ganz interessant. Darauf gehe ich später ein. Wir können API-First-Entwicklung machen. Im ersten Wurf wollen wir gar nichts davon haben. Und haben damit unser Backend konfiguriert. Jetzt geht's ans Frontend. Wir können sagen, wir wollen kein Frontend. Wir wollen Vue, React oder Angular. Entscheiden wir uns hier mal für Vue. Und wir wollen eine Admin-UI haben. Wir nehmen das Default J-Hipster-Theme. Da gibt es auch ganz viele. Und wir wollen Internationalisierung. Das heißt, wir sagen hier ja, nehmen Deutsch als unsere Standardsprache und konfigurieren noch Englisch. Und sagen wir mal, was nehmen wir denn noch dazu? Nehmen wir mal noch Spanisch dazu. So, und jetzt kann ich sagen, wie soll das Ganze getestet werden? Und für unser Spring Backend werden schon alle Unit-Tests und Integration-Tests automatisch erzeugt. Für die Frontends kann ich jetzt auswählen. Entweder ich will einen Cypress-Test haben für End-to-End-Tests, ich kann Behavior-Tests machen, ich kann hier also verschiedene Test-Frameworks auswählen. Hier wähle ich mal für unsere Anwendung, für unsere Frontend-Anwendung Cypress. Und jetzt fragt mich J-Hipster, ob ich noch Module oder Generatoren vom Marketplace haben will. Das will ich in dem Fall mal nicht. Wir wollen auch nicht die Cypress-Test-Auditoren. Und jetzt erbaut er mir hier meine Anwendung. Ja, das dauert einen kleinen Moment. Deswegen springe ich mal so lang hier in die Doku rein, um noch ein bisschen was zu zeigen. Es gibt zum Beispiel Shell-Plugins für alle, die es nicht kennen. OMAD CSH ist eine Erweiterung für das Terminal.
mit dem man dann Module dazuladen kann. Unter anderem zum Beispiel das J-Hipster-Modul, was mir dann eine Autovervollständigung im Terminal gibt. Was wir jetzt hier bauen, ist, wie gesagt, ein Monolith mit einem Spring-Backend. J-Hipster kommt immer mit einem Spring-Backend, wegen der Konfigurierbarkeit natürlich. Wir können hier auch einzelne Sachen später noch hinzufügen, wie Controller, Services, Internationalisierung. Wir haben ganz viele verschiedene Optionen für Elasticsearch, WebSockets, verschiedene Datenbanken, verschiedene Caches, API-First Development. Genau. Also man kann das Ganze natürlich dann auch customizen. Solange das hier baut, gehe ich mal in einen anderen Ordner, wo ich schon ein bisschen was vorbereitet habe, damit wir uns das Ganze mal anschauen können. Das ist die gleiche Anwendung Block, die ich jetzt gerade hier bauen lasse. Oh, ist schon fertig. Ich habe gedacht, es dauert länger. Okay, dann können wir uns direkt das hier anschauen. Der hat mir jetzt hier ein Backend gebaut, ein Frontend, alles, was wir konfiguriert haben. Und jetzt kann ich das Ganze mal in meinem IntelliJ öffnen. Starten wir das gleich mal im Hintergrund. Man kann das Ganze mit Maven direkt starten. Das dauert noch kurz, deswegen starte ich das mal direkt hier. Und jetzt sehen wir hier, was er um mir erzeugt hat. Ja, wir sehen erstmal hier liegt ein komplettes Spring Backend drin. Jetzt, und hier in Web App liegt mein View Frontend. Wir haben Aspect-Oriented Logging eingebaut, wir haben Management, wir haben die verschiedenen Layers, was zu einer guten Architektur gehört, Security vor. Konfiguriert und wir haben natürlich auch hier die Resources, die in jedem Spring Backend mit dazukommen, das heißt Internationalisierung. Wir haben Templates, wir haben Configs. In der Config haben wir auch, wie die Best Practices in Spring sagt, verschiedene Profile, das heißt Dev, Prod und dann auch so aufgebaut, wie Spring es vorgesehen hat. Das heißt, unser J-Hipster orientiert sich an bei jedem Framework an der Best Practice, um das Ganze zu konfigurieren. Jetzt hat er hier meine Anwendung gestartet. Und ich bin in meinem Monolithen hier drin. Direkt mit Benutzerauthentifizierung zum Anmelden. Ja, und dann so sieht dann quasi der Stack aus, den J-Hipster gebaut hat. Entitäten haben wir jetzt noch keine drin, da gehe ich gleich drauf ein. Aber wir haben schon mal diese ganze Administrationsoberfläche. Das heißt, wir können hier die Benutzerverwaltung angehen, können neue Benutzer hinzufügen. Wir haben Metriken, das heißt, das Ganze wird auch gleich gemonitort. Wir haben Anwendungsmetriken, Speichermetriken, hier haben wir Cache-Statistiken, Datenquellen. Was wir noch haben, ist ein Health-Check. Das heißt, wir haben Health-Check für die Datenbank, Festplatte, was man alles so braucht. Und wir sehen, wir laufen hier auf einer H2-Datenbank, so wie wir es auch konfiguriert hatten. Das finde ich ganz cool. Wir können hier die ganze Spring-Config einsehen. Und das finde ich noch stärker. Wir können nämlich hier für J-Hipster, für Spring, fürs Frontend direkt über die Oberfläche des Login konfigurieren, was wie gelockt werden soll. Und zwar für jedes einzelne Modul, für jedes einzelne Spring-Modul können wir hier einstellen, wie gelockt werden soll. Wir haben eine Swagger-Definition, ja, die sich dann natürlich auch an der Open-API-Spezifikation richtet, dass alles konform ist. Und wir haben dann auch gleich hier die Möglichkeit, alles zu testen.
Und wir haben die Möglichkeit, uns hier direkt auf unsere H2-Datenbank anzumelden. Das Ganze geht natürlich dann auch mehrsprachig. Swagger geht nicht mehrsprachig, aber alles, was in der UI konfiguriert wurde, geht mehrsprachig dann auch. Okay, das heißt, wir haben jetzt unseren Stack aufgebaut von Backend, Frontend. Und jetzt brauchen wir natürlich auch ein paar Entitäten dazu. Das heißt, ich gehe zurück in mein Terminal hier und stoppe das Ganze nochmal. Und jetzt sage ich jhipster entity. Und was man zu einem guten Blog braucht, ist natürlich erstmal einen Autor. Manchmal ist ChatGPT ein bisschen langsam, bitte es zu entschuldigen. Was er mich jetzt hier fragt, ist, ich will, ob ich Felder zu meiner Entity hinzufügen will. Ich habe die Entity Autor genannt, also sage ich ja und sage, ich will erstmal einen Namen für den Autor. Das Ganze soll ein String sein, ich will Validierung dazu und zwar muss der Name required sein und er braucht eine minimale Länge. Nehmen wir mal für die minimale Länge 3 und sagen wir noch, der Autor braucht einen Geburtstag. Das Ganze soll ein Local Date sein. Machen wir wieder Validierung an. Es ist required. Und mehr wollen wir jetzt erstmal noch nicht zu unserem Autor haben. Auch keine Relationships. Und das ist jetzt ganz interessant. Und zwar können wir raussuchen, welches Design Pattern wir uns in unserem Spring Backend dafür wünschen. Wir können sagen, entweder wir wollen keine REST Controller, sondern es soll die Repositories direkt benutzen. Das ist für Microservices ganz interessant. Oder wir wollen darüber ein Layer haben, in den Services auf die Repositories zugreifen. Oder wir machen es so, wie es die Best Practice vorschreibt, wir haben eine Schicht von Controller. Ja, der Controller hat den Service in sich, aber nur als Interface. Und der Service greift dann auf das Repository zu. Bauen wir mal das. Und als nächstes fragt er mich jetzt, ob ich die Entität direkt benutzen will oder ob ich Data Transfer Objects haben will. Das will ich. Dann kann ich jetzt hier noch einstellen, wie ich gefiltert haben will. Ich stelle mal die Filterung an. Unsere Entität ist nicht read-only. Und wir wollen Pagination und Sorting haben. So, jetzt hatten wir wieder unser. Gehen wir wieder an unser Jhipster Frontend rein und sehen jetzt, wir haben hier plötzlich Entitäten und zwar Autoren. Und was Jhipster gleich macht, es bietet uns gleich an, Testdaten anzulegen. Das heißt, so können wir unsere Entitäten dann hinzufügen. Jetzt stoppe ich das Ganze noch mal kurz und sage, wir brauchen nicht nur Blogs, wir brauchen auch nicht nur Autoren, wir brauchen auch Blogs. Wieder brauchen wir Felder dazu. Wir sagen, wir brauchen einen Titel, der soll ein String sein. Der soll required sein, der soll unique sein und der soll eine minimale und maximale Länge haben. Die minimale Länge, sagen wir mal, ist 5 und die maximale Länge ist 20. Dann brauchen wir noch eine Description. Das ist ein String. Lassen wir mal die Validierung aus Zeitgründen weg. Und jetzt könnte man natürlich noch viel mehr Felder hinzufügen. Price als Big Dezimal. Dates, alles, was man halt so aus der Programmierung kennt, darauf will ich jetzt mal verzichten und sage lieber, ich will noch eine Relationship haben zwischen den Entitäten und zwar
für den Autor. Der Name der Beziehung lassen wir mal auf Autor. Und dann haben wir eine Many-to-One-Beziehung von Blogs zu Autor. Und wir sagen hier, wir wollen den Autor anhand vom Namen anzeigen in den Blogs. Wir sagen, wir wollen das Ganze als required haben und generieren uns das Ganze neu. Hier kommen wieder die gleichen Fragen wie vorher, wie unsere Architektur aufgebaut sein soll, vertikal. Die aus wollen wir nicht read-only. Und lassen das Ganze neu generieren. Und sehen jetzt, wenn ich das Ganze wieder starte, haben wir dann auch Blogs dazu. Und wenn wir sehen, reinschauen, was Shapes da automatisch macht, weil ich gesagt habe, die Relationship ist required. Er verknüpft diese Testdaten dann sofort mit Autor. Und wenn ich hier einen Blog anlege jetzt, kann ich sagen Test und habe gleich die Validierung, die wir eingestellt haben, auch hier drin. Hier haben wir keine eingestellt gehabt, deswegen ist auch keine Validierung drin. Und jetzt hier müssen wir einen Autor wählen, weil ohne geht es nicht. Das heißt, wir haben die Validierung auch gleich hier drin, speichern das Ganze und sehen, das Ganze wird auch verknüpft. So können wir dann auch ein Datenmodell herstellen mit JHipster und können dafür sorgen, dass die Schichten vertikal richtig eingerichtet werden. Und können die CRUD Operations auf unsere Entitäten direkt anwenden. Jetzt beenden wir das gleiche mal. Und an der Stelle könnten wir jetzt dann hingehen und könnten sagen, wir verzichten auf JHipster an der Stelle. Wir haben unser Backend, unser Frontend angelegt. Wir haben unsere Entitäten vielleicht angelegt. Und jetzt können wir hier direkt weiterentwickeln, wie wir es gewohnt sind. Mit der Business-Logik, mit der eigenen Geschäftslogik, die unsere Anwendung können soll, das tut JHipster natürlich nicht generieren. Was aber JHipster dann macht, ist uns im weiteren Verlauf zu unterstützen. Das heißt, wenn wir unsere Entwicklung irgendwann mal gemacht haben, dann wollen wir das Ganze auch deployen irgendwo. Ich habe jetzt mal Heroku als Deployment-Plattform genommen, weil mich das nichts kostet. Und kann jetzt hier hingehen in meinen Blog und kann sagen, JHipster Heroku. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen Plattformen, wo man deployen kann. Jetzt sage ich, der Name von dem Deployment soll Blog sein. Ich will es in Europa deployen und zwar soll es auf Heroku gebaut werden. Ich will Java 17 dafür haben. Jetzt merkt er, ich habe schon ein Deployment mit Blogs, weil ich das natürlich auch vorher mal ausprobiert habe. Und sagt deswegen nein, nimm den anderen, nimm den Random. Okay, das dauert jetzt wieder kurz, weil er sich jetzt mit Heroku verbindet und da das Deployment vorbereitet. In der Zwischenzeit will ich die Integration zu GitLab vorbereiten. Das heißt, ich gehe in das GitLab von Adorsis, habe hier eine Gruppe angelegt und lege mal hier ein neues Projekt an und sage Blogs Demo soll das Ganze heißen. So, Blogs Demo. Da läuft hier noch. Oh, das war natürlich nicht ganz so schön. Ich habe vergessen zu bestätigen. Genau, jetzt macht er mein Deployment hier. Hier habe ich unser Projekt angelegt. Jetzt gehe ich mal in unser Projekt rein. Und dann will
Ganze noch für Git vorbereiten. Sagt er mir natürlich, dass hier ein Fehler vorliegt. Deswegen sage ich Pull. Und muss hier sagen. Ist auch noch nicht durch. Die Authentifizierung ist eigentlich nicht immer notwendig. Jetzt kriegen wir hier nicht einen Merge-Fehler rein und sagen Resolve Conflicts. Okay. Der ist in der Zwischenzeit hier fertig geworden und hat das Deployment gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinschaue, habe ich plötzlich drei Deployments. Und wenn ich hier reinschaue, habe ich hier auch die Deployment-App und kann hier drauf gehen, kann mich anmelden. Das Ganze ist jetzt auf Heroku deployed. Und dann wollen wir mal kurz hier reinschauen. Wir sehen, alles ist healthy. Und wir sehen, auch hier läuft jetzt auf einer Postgres-Datenbank, weil es Produktionsbetrieb ist und nicht mal auf einer H2. Und der Rest ist gleich geblieben. Jetzt wollen wir das Ganze noch zu Git hinzufügen. Der hat seinen Push schon gemacht. Pusht er das Ganze auf GitLab. Das heißt, wir haben jetzt hier alles gepusht. Und was wir als nächstes machen können, ist jetzt hier hingehen und sagen, J-Hipster, Heroku Deployment haben wir gemacht, also wollen wir jetzt noch CI/CD machen. Dauert immer ein bisschen, bis das J-Hipster startet, weil er alle seine Dependencies reinladen muss. Und jetzt sagen wir, wir wollen das Ganze mit GitLab CI machen. Wir wollen das in den Docker-Container laufen lassen. Wir können jetzt hier sagen, wir wollen ein Artifactory benutzen, um unsere Sachen da hochzuladen. Wir wollen mit so einer Cube analysieren. Wir wollen Vulnerability-Scan machen und wir wollen deployen auf Heroku. Das sagt er jetzt nur Heroku, weil es schon Vorkämpfergerät ist durch meinen vorherigen Step. Es geht natürlich auch mit jedem anderen hier über das gleiche Menü. Wir wollen das Ganze mal nur deployen, weil für SonarQube müsste ich jetzt noch irgendwann SonarQube einrichten und für die anderen Sachen natürlich auch. Deswegen sagen wir, wir wollen nur deployen, nachdem es gebaut wurde. Wir vergeben hier einen Namen. Und jetzt müssen wir das Ganze noch
auf GitLab pushen, damit die, also der hat mir jetzt hier eine GitLab-CI-YAML erzeugt, mit der die GitLab-CI und CD konfiguriert wird. Und jetzt sage ich hier noch, ich will das Ganze pushen und zwar mit CI/CD. Und wenn ich jetzt hier reingehe in mein GitLab, das kann kurz dauern, bis der losrennt. Dann sehen wir. Normalerweise, dass der GitLab CI direkt losläuft. Anscheinend habe ich nicht gepusht. Aber jetzt habe ich gepusht. Und jetzt dürfte auch die CI loslaufen. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier mit ein paar Befehlen automatisch gleich die CI/CD hier konfiguriert und es deployt mir automatisch nach Heroku. Wenn ich jetzt mal hier in der noch reinschaue, was er generiert hat, der hat mir die Stage hier generiert mit einem ersten Check. Ja, mit dem Maven-Compile, mit den ganzen Tests, die schon mitkommen, bis hin zu einem Package und dann zu einem Deployment. Okay, das heißt, wir haben jetzt mit ein paar Befehlen unser Backend, unser Spring-Backend gemacht, wir haben unser Frontend gemacht, wir können unser Datenmodell machen, wir können das Ganze deployen und wir können CI/CD dazu machen. Ich könnte jetzt noch Monitoring konfigurieren und so weiter, aber an der Stelle verzichte ich mal darauf. Und fange mit euch ein zweites Projekt an. Weil sich jetzt bestimmt schon die eine oder andere fragen würden, ja, was ist denn mit einem Monolithen? Das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Monolith ist altbacken. Wir wollen State of the Art sein und wir wollen eine Microservice-Applikation bauen. Damit habt ihr natürlich recht. Und dem füge ich mich und sage, ich baue mit euch eine Microservice-Architektur. Okay, das Erste, was wir machen müssen, wir schauen mal kurz in die Doku rein und sagen, wir wollen Microservices bauen. Ja, und zwar wird das Ganze dann so aussehen, wir bauen eine Microservice-Architektur mit einem Gateway, einem Spring Cloud Gateway, einer Registry. Über die Registry werden wir dann die Instanzen von den Microservices kontrollieren, deployen, nicht deployen, skalieren und solche Sachen. Und über das Gateway werden wir zum Beispiel das als Proxy nehmen, der dann die Requests weiterleitet an die einzelnen Apps. Und wir wollen die Konfiguration hier zentral ausspielen. Ja, dass alle Microservices hier ihre Konfiguration abfragen, was ja bei Microservice, insbesondere mit Spring Cloud, so Best Practice ist. Das heißt, das Erste, was ich machen muss, ich muss das JAPES der Registry starten, weil sowohl Gateway als auch die Apps werden beim ersten Hochfahren nach dem JAPES der Registry schauen und werden sich dort registrieren. Deswegen ist es auch das Erste, was wir hochfahren müssen. Und dieses JHipster, ach nee, Entschuldigung, da liegt so. Das kann man als Char runterladen. Das kommt direkt von JHipster. Man könnte hier auch Console nehmen, um das Ganze unabhängig von JHipster Registry zu machen. Das ist einfach eine andere Registry. Was wir aber auf jeden Fall machen müssen, ist uns die Char runterladen. Das habe ich in dem Fall jetzt schon gemacht. Und wir können uns dann hier den Befehl rauskopieren, um das Ganze zu starten. Heißt, hier liegt unser Registry. Hier ist die Konfiguration mit drin. Das heißt, der Spring Cloud,
Das Spring Cloud Gateway dient als Gateway und als Config-Server. Und wir sagen hier auf unserem File-System aus dem Ordner zentral config soll er die Konfiguration rausladen. Das Ganze nativ. Die Authentication ist noch mit dabei. Der Secret Key ist mit dabei. Der ist wichtig. Passwort. Und was wir hier jetzt noch machen müssen, ist die Version ändern. Und dann können wir das ganze Registry schon starten. Gehe ich mal hier raus, mache ein neues Projekt auf und nenne das Ganze Microservices. Gibt schon. Und sage hier drin, Moment, das ganze Ding ist noch nicht gestartet. Kann hier schon mal einen Ordner machen für das Gateway, was wir erzeugen wollen. Oh doch, das Ganze ist schon gestartet. Und zwar haben wir jetzt hier unsere Registry. Und die Registry hat einen internen Eureka-Server, wo die Instanzen verwaltet werden. Der Cloud-Config-Server, der jetzt direkt die Config ausliest, die ich schon vorher erzeugt hatte. Eine Administration. Und damit läuft unsere Registry und wir können anfangen, unsere Microservice Architektur zu bauen. Also gehen wir in den Ordner Gateway, weil als erstes wollen wir ein Gateway erstellen. Sagen Share Hipster. Und sagen diesmal, wir wollen eine Gateway Application. Man kann hier Microfrontends bauen für jede Microservice-Applikation. Da wollen wir jetzt mal sagen, nein, wir wollen das Ganze über das Gateway leiten. Der Name des Gateways ist Gateway. Wir wollen hier auf dem Port 8081 laufen. Das Ganze ist wieder unter Adorsis. Und wir wollen die JHipster Registry nehmen. Die JHipster Registry funktioniert nur mit JWT-Token. Deswegen bieten die auch noch den Consul-Server an. Denn wenn ich jetzt hier mit Keycloak das Ganze anbinden will, weil ich zum Beispiel einen OpenID Connect haben will, dann muss ich Consul nehmen und kann hier dann einen Authentication to oder einen Keycloak oder einen Okta dranhängen. Sagen wir, wir wollen einen JWT haben, wir wollen eine Postgres wieder mit H2. Und diesmal nehmen wir den Hazelcast-Cache, weil der Hazelcast-Cache besser ist für Microservices. Bauen das Ganze mit Maven. Hier wollen wir erstmal noch nichts dazu haben. Und bauen diesmal eine Angular-App noch dazu mit einer Admin-UI. Und nehmen das Default JHipster. Wir lassen mal die Internationalisierung weg und sagen, es ist nur Deutsch, wenn wir einen Cypress-Test haben, keine Erweiterungen. Wir wollen Cypress-Tests haben und wir wollen die nicht auditoren. Und jetzt baut er mir das ganze Gateway-Application hier. Aus Zeitgründen starte ich jetzt gleich mal noch und gehe hier in unseren Ordner rein, Microservice, und sage, ich will jetzt hier auch eine App haben. Gehe in unsere App und sage, JHipster, erzeugt mir mal eine App. Er baut hier drüben noch. Und diesmal will ich kein Gateway haben. Gateway haben wir ja schon. Ich will eine Microservice-Applikation haben. Ich will keine Microfrontends haben. Nennen wir das Ganze mal Block und dann sagen wir nicht reactive. Dann sagen wir, der Port soll 8082 sein, weil 81 läuft. Wir haben unseren Namen. Wir wollen die JHipster Registry haben. Wir wollen JWT-Token wieder haben. Datenbank. Wir nehmen wieder den Hazelcast-Cache. Und lassen uns jetzt hier genau wie bei den anderen eine App erzeugen. Der baut immer noch. So, solange das Ganze jetzt hier baut, will ich noch mal kurz auf die anderen Features eingehen. Wir können das Ganze jetzt über die Kommandozeile machen, wie ich schon gezeigt habe. Wir können aber auch
Jetzt will ich es finden, den als JDL benutzen. Und zwar JDL ist eine Domain-Specific Language. Wir haben einen JDL Studio hier. Und zwar können wir hier in dem JDL Studio, jetzt bin ich nicht eingeloggt, aber jetzt können wir mit einem UI-Tool, also wir müssen uns erstmal die Applikation erstellen, damit können wir hier auch die ganze Konfiguration machen, die wir in der Konsole machen, bloß halt über eine Maske. Wir können aber auch ins JDL Studio gehen und können uns das Ganze hier über die Domain-Specific Language zusammenbauen. Haben wir dann gleich ein grafisches UI-Tool, ja, können hier die Entitäten zum Beispiel sagen, die Relationships, die ganze Konfiguration. Das heißt, wir können uns das auch über eine grafische UI machen. Was wir allerdings auch machen können, ein Simple Microservice. Jetzt lade ich das ganze JDL mal runter hier. Schau mal, das hat fertig gebaut. Das heißt, wir können das jetzt hier starten. Und wir können das hier starten. Also, wer hat unsere App fertig gebaut? Und der hat unser Gateway fertig gebaut. Und hier zeigt sich jetzt schon ein Problem von JHipster, und zwar, das ist kein Tool für Anfänger. Ja? Man muss schon wissen, ungefähr, was man macht in JHipster. Das ist bloß ein Werkzeug. Und wir sehen jetzt hier, der findet die Postgres-Container nicht. Warum findet er die nicht? Weil die Profile fehlen, und zwar die Profile Dev und Web-App. Solche Sachen stehen leider nicht in der Dokumentation drin oder noch nicht. Das heißt, da muss man dann selber rausfinden, warum es nicht geht. Und da ist dann eben, wie gesagt, die Erfahrung gefragt. Unsere App hat sich schon, ist hochgefahren, hat sich registriert direkt bei der JHipster Registry und hat alles konfiguriert. Das heißt, wenn wir jetzt in unsere JHipster Registry reingehen, dann sehen wir auch hier, wo ist er denn? Hier ist unsere Registry. Wenn wir den Rega-Server jetzt schauen, sehen wir, unser Blog hat sich hier registriert. Unser Gateway baut gerade noch. Und so könnte ich jetzt anfangen, mehrere Microservice-Apps zu starten und hier registrieren zu lassen. Ich kann die dann hier auch skalieren, abschalten, anschalten, wie ich will. Unser Gateway baut noch. Und jetzt ist es connected. Das heißt, wir haben jetzt hier auch unser Gateway connected und alle Anfragen jetzt zum Beispiel am Blog gehen über unser Gateway. Alle laden sich an zentraler Stelle die Konfiguration rein. Da kann man Konfiguration zum Beispiel für alle Apps machen mit Application Properties. Wenn man den Namen der Microservice-App in das Profil reinpackt, dann kann man auch für jede App einzeln die Konfiguration hinterlegen. Also so, wie man halt mit Spring Cloud arbeiten kann. Ich kann jetzt hier auf unser Gateway gehen. Kann mich hier anmelden. Entitäten haben wir noch keine, aber wir haben hier das Gateway und wir sehen, dass alles über unser Gateway geroutet wird, Service Block mit einer Wildcard. Das heißt, alle Anfragen an unser Gateway werden weitergeleitet an den Microservice und wir haben auch API. Das heißt, wir können hier über das Gateway dann auch die einzelnen Microservices ansprechen direkt. Und damit ist unsere Microservice-Architektur lauffähig. Das heißt, was wir jetzt hier gebaut haben, was ich vorhin gezeigt habe, ist. Entschuldigung. Microservices. Was wir jetzt hier gebaut haben, ist das hier: unser Gateway mit der Registry, mit Microservices. Unserem Stash hier, Car-Stash und das Ganze könnten wir jetzt noch anreichern. Leider geht mir jetzt ein bisschen die Zeit aus, deswegen will ich noch auf eine Sache eingehen. Wir haben uns jetzt hier gerade aus dem JDL Studio, Entschuldigung, wo war es denn hier, habe ich mir dieses JDL runtergeladen, was meine Microservice-Architektur beschreibt.
Was ich jetzt machen kann, ist Folgendes. Lege mir hier jetzt mal ein neues Projekt an. Und sage, ich will ein Empty-Projekt. Demo. Und sage jetzt hier drin. Zum einen könnte ich habe nämlich Unterstützung für Shapes da auch in IntelliJ drin. Ich könnte jetzt hier eine Shapes-File anlegen. Das will ich nicht, weil ich eine gerade runtergeladen habe. Das heißt, ich lade mir hier unsere Shapes-File rein. Und gehe jetzt in die Konsole und sage, JDL. Und was Shapes jetzt macht, er geht diese JDL durch, also unser modelliertes Microservice, und baut mir die ganzen einzelnen Gateways und Applikationen und Gateway, also alles, was wir jetzt gerade mit der Hand gemacht haben, könnte ich mir auch hier mit einer grafischen UI zusammenbasteln und könnte das von JHipster dann generieren lassen. Okay. Das Ganze dauert jetzt kurz. Aber wie ihr seht, der legt mir jetzt hier meine App an. Das ist das Gateway, die andere, die Microservices. Und ich könnte das Ganze dann gleich starten und deployen. Genau. Damit ist die Demo vorbei, leider. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr gezeigt, weil das nur die Spitze vom Eisberg ist, was JHipster da anbietet. Aber ich will noch ein bisschen kurz auf die Pros und Cons eingehen von JHipster. Und zwar, JHipster ist echt ein cooles Tool. Ich habe mich jetzt 2 Wochen damit beschäftigt und kann eigentlich gar nicht aufhören, damit rumzuspielen. Ja? Weil es für Architekten und für Entwickler, die wissen, was sie machen, ist es wirklich ein sehr hilfreiches Werkzeug. Das boostet die Produktivität, bringt alles, diesen ganzen Boilerplate-Code, den wir sonst immer erzeugen müssen oder schreiben müssen, alles ad hoc mit, und führt dazu, zum einen natürlich, dass es viel schneller geht, und zum anderen aber dafür, dass die Entwickler sich auf das konzentrieren können, worauf sie sich konzentrieren sollen, und zwar ist es die Business-Logik. Mit der DDL, was ich gerade gezeigt habe, ist es natürlich noch schneller und noch einfacher möglich, die ganze App zu bauen, eine Microservice-Architektur zu bauen, und dann auch eine Diskussionsbasis mit den Business-Leuten zum Beispiel haben über diese UI hier. Der Nachteil von JHipster ist, wie ihr schon gesehen habt und wie ich es ein paar Mal gesagt habe, das braucht ein bisschen lang zum Starten und ein bisschen lang, um alles zu bauen. Das liegt unter anderem daran, dass es wirklich viele Dependencies mitbringt. Das ist ein Nachteil von JHipster. Das zieht so viele Dependencies mit, weil es halt alles Mögliche anbietet. Das heißt, als erfahrener Entwickler muss man danach in das erzeugte Projekt hier reingehen und muss dann seine Dependencies und so weiter auch analysieren und aufräumen. Ein weiterer Nachteil ist, dass es ein paar trickreiche Konfigurationen gibt, wo man dann auch über den Generator nicht alles machen kann, ja, sondern auch, wie ich es vorhin gezeigt habe, manche Systeme muss man noch selber aufsetzen und verheiraten. Also ganz so hundertprozentig unterstützt JHipster da noch nicht. Es baut es allerdings gerade aus. Und zum Schluss lässt sich natürlich sagen, man muss wissen, was man macht mit JHipster da. Ansonsten wird es auch mit JHipster da nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine Lösung ist, bei der man die Konsole aufmacht, ja, und gar nichts mehr machen muss, sondern zum einen muss man schon wissen, was man macht. Und zum anderen macht es jetzt nicht die ganze Applikation fertig, sondern baut nur den Grundstack auf, den man in jedem Projekt braucht. Die Business-Logik muss man natürlich noch selber entwickeln. Für wen eignet sich das Ganze? Vielleicht kennt ihr den Spruch, don't touch this unless you know what you're doing. Das trifft hier natürlich auch zu. Der ganze Generator kann natürlich nur unterstützen. Man muss, wie gesagt, selber wissen, was man bauen will, wo man es deployen will, was man alles für Bestandteile haben will, wie die zusammenarbeiten. Das Wissen muss man alles noch mitbringen. Es eignet sich allerdings auch gut für unerfahrene Entwickler, um denen zum Beispiel möglichst schnell als Senior irgendwelchen Entwicklern, die jetzt gerade einsteigen, einen Playground zu geben, mit dem sie rumspielen können. Oder für Rapid Build bei Prototyping eignet sich es natürlich auch, weil man hier innerhalb von
echt keiner Zeit der so einen Prototypen aufbauen kann. Und zuletzt eignet sich für Teams, die sich auf die Business-Logik und auf die Domain-Logik konzentrieren wollen. Ja, weil das ist das, was uns Shapes da nicht abnehmen kann. Und für solche Teams, die bauen dann quasi den Rest, den ganzen Stack wird aufgebaut von denen, für die, und die können dann darin weiterentwickeln und können sich auf die Business-Logik konzentrieren. Jetzt wollen wir noch mal kurz hier reinschauen zum Abschluss. Der hier ist durchgelaufen und der hat mir meine Entitäten erzeugt, er hat mir meine Anwendungen erzeugt, mein Gateway, meine Datenbank. Und das Ganze könnte ich jetzt so wie vorhin auch mit der Registry deployen, mit der Registry hochfahren. Ich kann das ganze GitLab CI reinbauen, ich kann das Ganze wieder deployen. Das kann ich jetzt natürlich leider nicht zeigen. Zum einen, weil meine Zeit vorbei ist, zum anderen, weil du jetzt hier auch mit JHIPS da quasi das Gateway, die Registry und die Apps dann einzeln deployen müsstest. Und ja, es gibt noch den Ansatz des API First Development, das kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen, aber es lässt sich sagen, dass ich genauso erzeugen würde, bloß dass JHIPS mir dann nicht die ganzen CRUD Operations und Repositories und alles erzeugt, sondern ich müsste erst meine Open API Spezifikation schreiben, dann würde ich die Open API Spezifikation so wie die JDL hier reinschmeißen und würde mit JHIPS das sagen, generiere mir aus der Open API Spezifikation mein Backend. Das war kurzer Einstieg in JHIPS. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Tool, ein Werkzeug für erfahrene Entwickler, das man sich tiefer anschauen sollte, näher anschauen sollte. Und ich werde es definitiv machen. Erstmal vielen Dank für deine Präsentation. Super spannend, super mächtiges Werkzeug. Wie lange hast du gebraucht, um die Grundlagen zu verstehen? Du hattest ja doch schon so ein paar Sachen im Hintergrund konfiguriert und voreingestellt, gerade das Thema Heroku. Ja, es Wie ist viel schon. Zeit hat dich das gekostet? Also man muss sich schon mit den also ich habe mich jetzt, ja, ich will es jetzt nicht runterreden. Normal braucht man schon 2, 3 Wochen, um das Ganze zu erlernen, damit man sich mit allem auskennt. Ich kenne mich zum Glück schon mit den ganzen Frameworks außenrum aus und deswegen habe ich innerhalb von 2, 3 Tagen den Einstieg geschafft. Aber wie gesagt, das ist halt nur ein Tool, wo quasi alles verheiratet, ja, und man muss eben schon die Erfahrung mitbringen in den Frameworks. Also ich muss mich zum Beispiel mit Heroku auskennen, mit GitLab, ich muss mich mit Spring auskennen oder mit Vue und dann kann ich das alles generieren lassen. Wenn ich mich damit schon auskenne, dann finde ich schneller einen Einstieg. Ansonsten, ja, kann schon 2, 3, 4 Wochen dauern, je nachdem, wie schnell man lernt. Die Dokumentation ist sehr ausführlich. Es gibt ganz viele Videos, es gibt Blueprints davon, es gibt Tutorials, es gibt jede Menge Unterstützung. Wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann schafft man den Einstieg auch schneller. Cool, danke dir. Noch weitere Fragen? Und zwar, die Pflege des Eis regelbasiert oder wie schaffen die das in so einer Qualität, das dorthin zu stellen mit diesen ganzen Optionen und der ganzen Pflege? Naja, weil alles eigentlich immer nach dem gleichen Schema F abläuft. Ja, und auch vor allem mit Spring gibt es Best Practices, die eigentlich in jedem Projekt drin sind, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Die meisten Entwickler werden es kennen, man baut eigentlich immer die gleichen Sachen in Projekten. Ja, das heißt, man baut irgendwo ein Repository rein, irgendwelche Entitäten. Darauf setzt dann irgendein Service auf, der dann über eine REST-Schnittstelle abgefragt werden kann. Das sind immer die gleichen Schichten, die wir bauen, immer die gleichen Komponenten, zumindest wenn man von der Business-Logik absieht. Ja, und dadurch kann JHIPS das Ganze auch so konfigurieren und verdrahten. Ja, weil auch wenn man wer Spring kennt, Spring arbeitet viel mit der Spring Magic. Ja, das heißt, ganz viel Konfiguration und Modul über Dependencies und Module. Und Angular macht das genauso. Für mittlerweile fast alles gibt es irgendwie Generatoren, die einem die Arbeit abnehmen. Und JHIPS bedient sich eben diesen Generatoren und Best Practices und Patterns, um so den ganzen Stack aufzubauen. Danke.
Gibt es so ein Eject oder sowas? Nee, braucht man nicht, ne? Eject? Eject, also das ist nochmal so, diesen Konfiguratoren da wieder entfernst. Aber der hat ja keinen Konfigurator sozusagen, der kommt ja von außen. Ja, also du kannst bei JHipster jederzeit deine Konfiguration wieder ändern. Du kannst auch die Entitäten ändern. Ich kann das vielleicht nochmal kurz zeigen hier. Wenn ich ins Terminal wieder reingehe und sage hier, jetzt sehe ich. Wenn ich zum Beispiel hier in den Block eingehe und sage, ich will JHipster Entity Autor, dann merkt JHipster zum Beispiel, dass es schon einen Autoren gibt und sagt mir jetzt gleich, ob ich das ganze Ding löschen will, neu generieren will, neu konfigurieren will. Und das Ganze kann ich dann auch mit meiner Application machen, mit meinem Gateway, mit meinem Microservice. Also sobald ich anfange hier und sage, ich will irgendwas erzeugen, was es schon gibt, bietet mir JHipster gleich an, dass ich das Ganze dann verändern kann oder löschen kann. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel für meine Entities sagen, ich will irgendwas ändern oder ich will noch Felder hinzufügen, Felder-Relationships hinzufügen. Also es ist auch da nichts in Stein gemeißelt. Man kann mit dem Generator dann nochmal alles ändern oder findet halt hier dann in seinen Applikationen die typischen Konfigurationen vor, wie man es dann auch in der Entwicklung macht. Sehr cool, vielen Dank. Das nächste Projekt geht schneller. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich mir das näher angeschaut habe, ja, weil einfach ganz viel Zeit drauf geht bei jedem Projekt-Setup, um immer wieder die gleichen Sachen zu machen. Ja. Irgendwann hat man mal angefangen mit Templates, das Ganze mit Templates hochzuziehen, dann mit den Generatoren, aber aus meiner Sicht wird das die Zukunft sein, wie wir Projekte aufsetzen, ja, weil wir einfach, wie gesagt, immer die gleichen Sachen machen und die gleichen Sachen immer wieder machen. Als Informatiker oder als Programmierer, ja, ist das ein Anti-Pattern. Ja, wir machen keine zwei gleichen Sachen zweimal, ja, sondern spätestens beim zweiten Mal fängt der Entwickler an, sich zu überlegen, wie kann ich das automatisieren. Und JHipster bietet da die entsprechenden Werkzeuge für alle möglichen Tools.